Schönen guten Morgen. Ja, ich bin bereit. Ja, gerne. Ich heiße Ibrahim Haj Mustafa. Ich bin 21 Jahre alt. Geboren bin ich in Syrien und gekommen bin ich nach Deutschland seit so ungefähr einem Jahr, um Medizin an der Universität zu studieren. Mein Abitur habe ich in Saudi-Arabien gemacht, im Jahr 2017. Danach habe ich 2 Semester Medizin im Sudan studiert. Ich musste allerdings da mein Studium abbrechen, weil Universitäten aus politischen Gründen geschlossen werden mussten. Und danach habe ich mich dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen, um von vorne anzufangen mit dem Studium. Und genau daher lege ich die DSA-Prüfung ab und werde ich die hoffentlich mit guten Noten bestehen, um mich bewerben zu können. Hallöchen, meine Lieben. Das war so eine Simulation für die Vorstellung in den mündlichen Prüfungen, DSA oder anderen Prüfungen, Deutschprüfungen. Wie ihr bemerkt habt, dauerte das so ungefähr 1 Minute und es soll nicht länger als das dauern. Aber es gibt bestimmte Punkte, die man da unbedingt wissen sollte. Und jetzt besprechen wir das. Erstmal gibt es ein paar Themen, die man unbedingt in der Vorstellung erwähnen sollte. Ich zeige euch jetzt ein Foto davon. Es sind ja grob gesagt Name, Alter, Herkunft, warum du in Deutschland bist, seit wann arbeitest du oder wirst du studieren und andere Details, die du ja selber hinzufügen kannst. Diese müssen in der Vorstellung erwähnt werden. Und hier kommt mein Tipp an euch. Ihr solltet das schon vorbereitet haben. Ihr solltet eurer Vorstellung, diese 1-minütige Vorstellung, vorher vorbereitet haben. Und das habe ich in meiner DSA-Prüfung gemacht. Ich habe die Vorstellung auf ein Papier geschrieben und habe diese Vorstellung immer wieder wiederholt, so dass ich die auswendig gelernt haben werde bei der Prüfung und keine Probleme beim Vorstellen habe. Also nicht so, ja, ich heiße Ibrahim, ich bin 20 Jahre alt und ich möchte die DSA-Prüfung ablegen. Das ist gar nicht gut in der Prüfung zu machen. Und das wurde uns empfohlen von der Universität Mannheim. Ich habe die Prüfung an der Uni Mannheim abgelegt und die haben das buchstäblich gesagt in diesem Kurs. Man sollte das vorher vorbereitet haben, die Vorstellung. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zum nächsten Tipp an euch. Ihr solltet auch unterschiedliche Sätze für das gleiche Thema vorbereiten, weil manchmal der Prüfer euch unterbrechen wird. Also, und das ist mit mir passiert. Ich habe so nach ungefähr 3 oder 4 Sätzen, oder der Prüfer hat mich danach unterbrochen und eine andere Frage gestellt, aber auch bezüglich dieser Informationen. Aber ich habe schon, wie gesagt, eine Vorstellung auswendig gelernt und unterschiedliche Sätze. So dass, wenn der Prüfer mich unterbricht und nach was anderem fragt oder zu einem anderen Kontext wechselt, dann habe ich keine Probleme. Also eine Vorstellung vorbereiten, auswendig lernen, immer wieder wiederholen vor der Prüfung und unterschiedliche Sätze im Notfall haben, wenn der Prüfer eine andere Frage stellt oder so. Ihr könnt das unterschiedlich ausdrucken. Also nicht nur so ein Stück und beim Unterbrechen kann man nicht mehr sagen. Nie, unterschiedliche Sätze. Das war so ein kurzes Video für die Vorstellung. Danach in der Prüfung ging es um die Grafikbeschreibung und das mache ich schon, das habe ich schon gemacht und werde ich auch nochmal mit einer anderen Simulation machen für die Grafikbeschreibung. Wir treffen uns in den kommenden Videos. Bleibt gesund und bis bald.